und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 3. Ja, ich werde heute versuchen, den Maschinen Intelligenz beizubringen. Oder die Maschinen bringen mir irgendwas bei. Eins von beiden wird schon passieren. Gut, der läuft auch noch einwandfrei. So, beim letzten Mal haben wir ja der Maschine gesagt, sie soll den Dampf von der Maschine in diese aufteilen. Gut. Das ist klar, das ist einfach. Jetzt wird schwieriger. Und jetzt, also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Trigger. Wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt dann irgendwie das dann schön noch gruppieren muss. Nur das Lustige ist, das habe ich noch nie gemacht. Das wird dann Command Group, Create Group. Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Gut. Und zwar, diesmal haben wir kein, also er soll auch in einem Intervall von 30 Sekunden gucken, was drin ist. So, und das heißt, ja. Ich brauche davon gleich mehrere. Ich mache mir mal gleich 3. So. Ein Perfektionist versucht wieder, die so hinzukriegen, wie es gehen soll. Aber der hustet mir was, dann lasse ich's. So, okay. Dann mache ich es auch. Connection passt. Auch hier 30. 30 habe ich gesagt, nicht 130. Wenn man hier eine falsche Zahl eingegeben hat, einfach mit der rechten Maustaste draufgehen, dann setzt er das zurück. Gut, ich habe jetzt hier 3 Trigger. Und zwar, ich möchte einmal, das verwendet wird der Maserator, der Forge Hammer und der Furnace. Die sind momentan noch außen vor. Gut, dann heißt es jetzt, du bist ab jetzt Zerkleinerung. Du bist dann die Verarbeitung. Und du bist das Brennen. Ja, muss ich halt Namen, vernünftige Namen geben. Ich hätte jetzt auch Maserator, Hammer, wobei das mache ich jetzt damit, glaube ich, doch, dass man es dann besser erkennt. Maserator. Hammer. Und Furnace. Gut, die 3 habe ich jetzt. Und jetzt brauche ich immer Create Input. 3-mal. Create Output. 3-mal. Create Input. Nochmal 3-mal. Na, von dir nicht. So, gibt's auch Create Condition. Das muss ich mir mal angucken. Das kann sein, dass ich das demnächst verwende. Ich glaube, das einfach dann hier draufschieben. Genau. Dann ist es wieder tot. Und Create Output. Also momentan gibt es noch nicht entweder oder. Das ist aber das, was eigentlich kommen sollte. Und zwar, dass man sagt, wenn das passiert, dann mach das. Wenn es nicht passiert, mach das andere. Gut. Und zwar, was wollen wir? Wir wollen, dass die Kiste automatisch also erkennt. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich habe hier momentan was dabei. Ich habe ein Crushed Iron. Das lege ich mal da rein.
es ja einen crushed und das heißt, es müsste eigentlich der Hammer bearbeiten. Gut. Dann heißt das jetzt. Man schaut sich jetzt nochmal die Kiste genauer an. Die Kiste steht auf 194, 188. So, Inventories. 194, 188, 62. Ist auch eine normale Chest. Jetzt wisst ihr auch, warum dass ich verschiedene Chests nehme. Ich glaube, sie werden insgesamt aneinandergereiht. Also das heißt, zuerst diese Chest, dann diese Chest, dann diese, dann diese. Gut, er soll diese Chest verwenden. Target, und zwar von unten. Nicht vergessen. Und jetzt fragt er mich Whitelist. So, Punkt. Inventar und Inventory. Und jetzt zeigt er mir alles an, was ich im Inventar habe. Und das kann ich verwenden. Ich habe jetzt hier ein Crushed Iron Ore. Das sage ich zu ihm. Das soll er verwenden. Gut. Das heißt jetzt, der Macerator weiß ab jetzt, ich brauche dieses. Von dieser Kiste muss ich es importieren. Und jetzt fragt er mich, Inventory, ab jetzt brauche ich den Forge Hammer. Der ist hier. Target, wieder unten. Items, Blacklist. So, dann heißt es, nochmal ein bisschen ausbalancieren. Ja, aber das schön machen kann ich off. So, dann heißt es jetzt verbinden. Und verbinden. Nein, ich verbinde noch nicht, denn... Ach, ich bin ein Depp, aber das ist ja kein Problem. Ich habe jetzt nämlich die falschen verwendet. Sondern das ist der hier. Das ist ja der Forge Hammer. Ich hält. Okay, so. Dann gehe ich jetzt hin und sage... Beziehungsweise ich sage nichts. Ich muss ihn doch verbinden. Und zwar verbinden. So, und ihr hört gerade, der Forge Hammer ist fertig. Oh. Sehr schön. Und zwar. Das ist jetzt dann entweder das Entweder-Oder. Da muss ich jetzt mir das doch mal schnell angucken. Vielleicht schnall ich es auch sofort. So, Condition. Inventories, Target, Items. Also entweder alles nehmen oder spezielle nehmen. Oh, okay. Vielleicht probieren wir das mal. Vielleicht kriegen wir es hin. So, und zwar Inventories. Wir brauchen jetzt diesen Forge Hammer. Wir brauchen ihn wieder von unten. So, Items. Wie wir gelernt haben, wir drücken drauf und drücken Inf. Oh, und wir haben ein Impure Pile of Iron Dust. Okay, das ist soweit drinnen. So, dann legen wir das hin. Condition. Okay. Wenn das drin ist, soll er entweder oder machen. So. Und jetzt brauchen wir dann zwei Outputs natürlich. Das wird jetzt lustig. Und zwar einmal diesen hier. Und einmal diesen hier. Oh, Inventories. Jetzt wird es wieder interessant, weil jetzt brauchen wir wieder die Kisten. Und zwar... Er soll bitte die Kiste vom Forge Hammer nehmen. Das ist diese Spruce Chest auf 195, 186. Inventories, Spruce Chest, 195, 186, jawohl. Target, down. Nein, deactivate. Falsch. Die steht nämlich... westlich oder frontal.
muss man nämlich gucken, Target. Ich muss das mal schnell nach oben ziehen. So, und wie gesagt, wenn man so eine Minimap drauf hat, müsste das eigentlich reichen. Aber das ist, ja, für mich jetzt westlich. Target, West, Activate, Items, Blacklist. Und zwar alle. Er soll alle, die wo jetzt in seinem, er in seiner Basis drin hat, verbinden. So, das heißt, du bist True. Du bist Output. Gut. Wir gehen jetzt nochmal hin. Ich habe das Iron Ore da. Er macht nicht gleich was, weil wir haben ja eingestellt, alle 30 Sekunden. Ich hoffe es zumindest. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. Er speichert auf jeden Fall mittlerweile schon Steam, das heißt, alle Gerätschaften sind voll. Na, man hört es. So, es ist da, aber er hat es nicht rausgezogen, weil er das Inventar nicht gefunden hat. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich ganz doof. Oder es geht nicht, weil das Falls nicht integriert war. So. Dann gehe ich jetzt aber mal hin. Es kann ja auch Ist sein. Das ist ja das kein Problem. Man kann ja auch alle aktivieren. Nur das Problem wird jetzt sein, ich habe keins mehr. Zum Testen. Sehr schön. Das heißt jetzt dann, ich habe ja Gott sei Dank nochmal 4. Das heißt, der Hammer. Bekommt jetzt das nächste Output. Und zwar diesmal das Gold. Und keiner braucht Angst haben. Nein, das werde ich nicht onscreen machen, sondern wenn es funktioniert, werde ich es offscreen machen, dass ihr und danach euch zeigen. Ist natürlich logisch. Ja, am besten schmeiße ich es auch noch in die Kiste. Dann verwende das wenigstens. Warum habe ich 30 Sekunden genommen? Ich hätte auch jetzt sekundenweise machen können. Nur das Problem ist, wenn ich sekundenweise mache, also falls da jemand einen Tipp hat, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben, ist es so, dass wenn die Maschine nicht fertig ist, er das einfach durchprügelt. So, ich habe es gehört, er ist fertig, alles klar, zack. So. Und jetzt heißt mit den Conditions, Items, .inf. Hier ist das Gold. So, und du bist die Chest auf 194, 182. Das probieren wir jetzt nämlich auch aus. So, und zwar Inventories. 194, 182. Target. So, ziehen wir dich auch mal nach oben. Wir aktivieren. Ha, das geht nicht. Es geht immer nur einer. Oder? Ne, es gehen doch mehr. Alles klar. Ich weiß noch nicht, welches das es ist. Wenn ich's. Alles klar. Er müsste jetzt alle aktiviert haben. Items, Blacklist. Sehr schön. Dann kommst du dahin. Und ich verbinde dich damit. Gut. Das heißt jetzt, ein Gold kommt da rein. Wie gesagt, irgendwann wird es so sein. Ja,
aber er zieht es mir nicht raus. Das ist natürlich Bullshit. Also ich habe gesagt, er soll outputten vom Steve Forgehammer. Das ist der Forgehammer. Input-Output-Condition. Ich vermute, ich weiß, wo mein Fehler liegt. Ich vermute nicht nur, dass ich das Input des Conditions brauche, sondern auch das Input. So, das heißt jetzt, ich klatsche dich mal hier hin. Und zwar, ich sage zu dir Input Inventories Forgehammer. Auf die Idee hätte ich natürlich auch kommen können. Das ist westlich, aktivieren. Items. Punkt Inf. Gold Dust. Okay. So, dann schiebe ich dich jetzt wieder dahin. So, und dann heißt es jetzt Condition. Woher soll der wissen, was er tun soll? So. Beziehungsweise, da mache ich jetzt mal auch mal alles, alle Targets an. Wie gesagt, und off-screen werde ich dann mal gucken, welcher das ist. Dass wir das dann auch hinkriegen. Wie gesagt, mit den Condition habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Ich kenne das jetzt nur so. Also ich kann jetzt dann hingehen, wenn ich jetzt diesen weglasse und das dann so mache, müsste es funktionieren. So, ein letztes Mal. Sonst werde ich... Nein, er zieht es mir nicht raus. Das ist nicht schön. Nicht schön, was du da machst. Inventories all. Target down. Ach. Ich bin ja doof. Down ist. Da ist definitiv down die richtige. Ich bin nur jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt an dieser Kiste liegt. So, ich muss es leider mit dem probieren. Wie gesagt, wenn es jetzt dann wieder nicht gehen sollte, werde ich es offline probieren. Und euch dann zeigen, wie es funktioniert. Ich werde dann alles hier einstellen und dann beim nächsten Mal dann eben vorführen, wie es gehen sollte. Und wir haben schon 8 Stahlingots. Sehr schön. Bin immer noch beim Überlegen, was ich damit mache. Nein, er hat es mir nicht rausgezogen. Gut. Es kann auch sein, dass ich mir jetzt dann nochmal... die... Ein bisschen Gold habe ich ja jetzt. Die habe ich jetzt ganze 4 Stück gemacht. Wie viel habe ich noch im Inventar? Ich habe noch 3. 1, 2, 1, 2. Ich mache gleich mal 8 Stück. Man weiß ja nie. Das schmeiße ich gleich rein. Gut. So. Dann trinke ich noch einen Schluck. Gut, dann hätte ich gesagt, war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich werde dann bis zum nächsten Mal herausgefunden haben, wie das funktioniert. Ob ich mit den Conditions was anfangen kann oder nicht. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao.